Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Reading für den heute stattfindenden Vollmond im Zeichen der Waage, der einhergeht mit einer partiellen Mondfinsternis. Ja, ich hatte in meinen letzten Videos bereits einiges darüber gesagt und ich wollte heute mal wieder ein Reading vorbereiten, denn ich mache das ja sehr gerne, dass ich mich über den Legungen ein bisschen in die Karten hinein vertiefe, um dann auch möglichst viele intuitive Impulse mitzugeben. Und ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt, wie viel gewaltige Karten, vor allem aus der großen Arkana meiner drei Tarot-Decks, die ich verwendet habe, hier in dieses Reading gefallen sind. Also das ist wirklich ja, ein angemessenes Reading für diese gewaltige Vollmondenergie. Und ich freue mich jetzt, euch alles mitteilen zu dürfen, was ich hier wahrnehmen durfte. Schnallt euch an, meine Lieben, das wird ein sehr großer Paukenschlag der geistigen Welt, der hier auf dem Tisch liegt. Und ich werde mein Bestes geben, euch alles so rüberzubringen, wie ich es empfangen durfte. Ich habe mit drei Tarot-Decks gearbeitet, einmal mit dem Golden Rider Tarot, mit dem Crystal Vision Tarot und mit dem Tarot-Deck Feuerherz und Flügelschwert. Ich habe jeweils um drei Karten aus den ganzen 78 Karten eines Decks gebeten mit einer Botschaft für diesen Vollmond, für unsere Resonanzgruppe. Ja, wenn du also hier jetzt dieses Video angeklickt hast, dann darfst du davon ausgehen, dass es dir eventuell etwas mitzuteilen hat. Nimm gerne das mit, was für dich stimmig ist. Ja, und was ich auch noch mitgebracht habe, ist unsere schöne Mutter Maria Mond Botschaft heute Morgen in meinem Morgenimpuls. Das mache ich ja immer an den Neumonden und Vollmonden, dass ich aus diesem Deck Mondbotschaften der Seele eine Karte herausmische. Und da fiel heute Morgen Mutter Maria, die für die Geburt, für die Neugeburt steht. Ja, und hier auf der Karte heißt es, ein neuer Ring der Kraft steht bevor. Ich habe heute Morgen schon ausführlich darüber geschrieben, was ich dazu wahrgenommen habe. Wenn du meine Tagesbotschaften verfolgst, hast du das wahrscheinlich schon gelesen. Wenn nicht und du hast Interesse daran, findest du alle Infos hier in dem Textfeld unter diesem Video. Was sagt uns das, ein neuer Ring der Kraft steht bevor? Dass wir eine klare Entscheidung treffen dürfen, ob wir diesen Ring betreten. Ja, die Karte sagt ganz klar, dieser neue Ring der Kraft steht uns zur Verfügung, der steht bevor. Doch es ist letztendlich immer unser freier Wille beteiligt, ob wir sagen, ich möchte diesen neuen Ring der Kraft betreten, gleichzusetzen mit, ich möchte mich in eine nächst höhere Bewusstseinsstufe hineinentwickeln. Und ich habe es in der Überschrift geschrieben, ja, es geht hier bei diesem Vollmond in der Waage vor allem um den Frieden in uns selbst, der sich dann auswirkt auf alles, was wir in unserem Leben tun, auf alles, was wir manifestieren möchten. Und der Frieden in jedem Einzelnen von uns wirkt sich letztendlich auch auf den Frieden auf unserer Mutter Erde aus. Ja, das heißt, diese Vollmondenergie einhergehend mit der Finsternis, ja, ich habe es ein paar Mal gesagt letzte Woche, die Finsternisse, und wir haben dann im April, Anfang April, einen Neumond im Zeichen des Widders mit einer totalen Sonnenfinsternis vor uns, ja, also wir dürfen uns wirklich anschnallen, diese kommenden zwei Wochen haben wir mega Potenzial für unsere eigene Weiterentwicklung. Aber so wie wir es gleich in den Karten sehen, es könnte auch wirklich herausfordernd werden. Heute Abend um 18 Uhr gibt es eine Vollmond-Session über Zoom. Wenn du dich noch anmelden möchtest, kannst du das noch bis zum Mittag tun. Oder du sicherst dir die Aufzeichnung. Ja, ich werde die Aufzeichnungen heute direkt am Vollmondabend noch verschicken. Das ist zwar für mich ein bisschen
noch mehr Aufwand, weil ich einfach die Aufzeichnung erst konvertieren muss nach der Live-Session. Dann muss ich die an alle verschicken, die die Aufzeichnung haben möchten. Und ich bin eigentlich nach der Session immer komplett platt, das gebe ich gerne zu. Aber ich werde es trotzdem machen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei diesen sehr, sehr energetisch hochschwingenden Monden, wie jetzt diesem Vollmond und dann auch dem nächsten Neumond, viele von euch diese Meditation, wenn ihr das bis 18 Uhr nicht schafft, vielleicht dann an dem Abend des jeweiligen Mondes noch machen wollen. Und deswegen werde ich sie diesmal direkt im Anschluss an die Session verschicken. Ja, ihr habt die Meditation dann etwa um 20 Uhr, wenn ihr euch die Aufzeichnung sichert. Bei Interesse gerne eine E-Mail oder eine WhatsApp, alle Daten hier in der Infobox. So, meine Lieben. Es ging ja um das Thema Vergebung. Ja, da wird es auch in der Session darum gehen, um Vergebung, die wir uns selbst gegenüber leisten dürfen, aber auch vielleicht Menschen aus unserer Vergangenheit. Ja, wir tragen manchmal schwere Lasten aus der Vergangenheit mit uns. Und genau das zeigt hier auch diese obere Kartenreihe. Die allererste Karte, die aus dem Golden Rider Tarot heute gefallen ist für diese Mondenergie, waren die 8 Schwerter. Diese Karte zeigt eine Frau, die befindet sich in einem Zustand des Gefangenseins. Und vielleicht kennst du das von dir, ja, wenn du noch Wut auf jemanden hast oder vielleicht auch Schuldgefühle, was dein eigenes Tun betrifft, fühlt sich das tatsächlich an wie ein Gefängnis. Schuldgefühle können uns die Lebenskraft rauben, können uns wirklich gefangen halten, ja, können uns ein Gefühl der Schwere geben, aber auch in uns verwurzelter Groll, ja, Unverzeihlichkeit, nachtragend sein, kann uns in ein Gefängnis setzen. Und ich weise bei dieser Karte ja immer wieder darauf hin, dass diese Frau keine Fußfesseln trägt, ja, und sie steht auch nur in einem Halbkreis aus Schwertern. Das heißt, sie könnte sich rein theoretisch nach vorne aus der Gefangenschaft herausbewegen. Allerdings müsste sie da einmal durch ihre Gefühle. Denn vor ihr siehst du hier am Boden Wasser. Und Wasser repräsentiert im Tarot das Gefühlsleben. Und vielleicht kennst du das auch von dir, ja? Gerade wenn wir uns schuldig fühlen, vielleicht etwas in der Vergangenheit getan haben, das uns heute leid tut, das wir bereuen. Oder aber du sagst, da ist einfach noch Wut auf jemanden, ja? Mich hat jemand verletzt oder es gab eine Situation, die hat mich für mein ganzes Leben geprägt, ja? Da können auch Kindheitsthemen eine Rolle spielen. Dann darfst du auch da einmal durch deine Gefühle durch. Und das könnte jetzt mit diesem Vollmond tatsächlich zu einem kompletten Umbruch in deinem Gefühlsleben und damit vielleicht auch in deinem Leben an sich führen. Denn wir haben hier den Turm, große Arcana-Karte. Der Turm an dieser Stelle sagt, es könnte etwas Unvorhergesehenes passieren, das dich in dem Moment, in dem es passiert, aus deinem Gleichgewicht katapultiert, aber letztendlich könnte es dazu führen, ja, dass du diese Fesseln sprengen kannst. Und die dritte Karte, das passt auch sehr gut, sind die 10 Schwerter. Diese Karte steht im Tarot für das Ende eines Zykluses. Die 10er-Karten im Tarot sind Vollendungskarten. Da darf etwas zu Ende gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Und gerade wenn wir aus Situationen der Vergangenheit immer wieder Groll, Schuld, vielleicht auch Reue oder Scham empfinden, dann können wir die Entscheidung treffen, das passt auch sehr gut hier zur Karte Neugeburt, ja, jetzt ein für alle Mal mit dem Irrsinn aufzuhören, ja, etwas in der Vergangenheit zu betrauern oder uns selbst Schuld zu geben für etwas, was schon weit zurückliegt, denn es ist, wie es das Wort schon sagt, vergangen.
Ja, also wenn du eher zu den Menschen zählst, die sehr viel mit den Gedanken in der Vergangenheit sind, ja, immer wieder bestimmte Szenen durchspielen, immer wieder bestimmte Beziehungen Revue passieren lassen und du spürst, das beschwert dich eigentlich, das belastet dich eigentlich, dann könnte dieser Vollmond wirklich ein richtiges Katapult für dich sein, ja, denn hier auf der Karte der Turm werden die Menschen durch dieses Gewitter auch katapultartig einmal aus dem Turm heraus, im wahrsten Sinne des Wortes, katapultiert, weil dieses Verharren in vergangenem Gefängnis, das blockiert deine Lebenskraft, das hindert dich daran, diesen neuen Ring der Kraft zu betreten. Und wenn wir uns einmal mit den Themen auseinandersetzen und dann vielleicht auch dieser Lüge auf die Schliche kommen, die wir uns oft vor allem über unsere eigene Schuld erzählen, ja, dann steht dieser neue Ring der Kraft bereit. Denn es stärkt uns, wenn wir uns eingestehen, dass wir uns vielleicht schon lange, lange Zeit eine Lüge erzählen, nämlich die, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben doch eine andere Entscheidung hätte treffen sollen. Ja, viele Menschen bestrafen sich regelrecht dafür, dass sie sich an irgendeiner Weggabelung einmal so oder so entschieden haben. Und das bringt sehr, sehr viel Kummer, aber auch negative Gefühle, ja, die uns dann eben auch wieder in eine niedrigere Schwingungsfrequenz bewegen, in uns hervor. Wunderschön an der Unterseite des Decks hier als Hauptenergie für diese Kartenreihe die Mäßigkeit. Du siehst hier diesen Schutzengel, der versucht, diese beiden Becher gleichmäßig aufzufüllen. Ich habe das Gefühl, dein Schutzengel ist jetzt in dieser Vollmondphase, die vielleicht für viele Menschen sehr aufwühlend wird, an deiner Seite und möchte dir Trost und Halt spenden, ja, dass du auch immer wieder die Verbindung suchst zu deinem eigenen geistigen Team, ja, denn du hast von Anbeginn der Zeit eine göttliche Mannschaft oder ein geistiges Team um dich, das dafür sorgt, dass du dich immer wieder verbinden kannst und dich nicht alleine oder verloren fühlst. Denn diese drei Karten hier, das ist schon, ja, ich will es mal als harter Tobak bezeichnen, denn wenn man bedenkt, dass so ein Tarotdeck 78 Karten hat, dann ist das schon eine Aussage, ja. Also dieser Vollmond kann bei vielen Menschen wirklich sehr, sehr plötzliche Erkenntnisse, aber möglicherweise auch von außen geführte, von oben initiierte Turmerlebnisse bringen, die dann für Heilung sorgen. Das sehen wir nämlich jetzt mit den nächsten Karten aus dem Crystal Vision Tarot. Ja, ich habe dann natürlich im Hinblick auf die oberen Karten gefragt, was bedeutet das jetzt konkret für uns? Die Tarotdecks haben alle eine ganz unterschiedliche Energie und es war mir einfach wichtig, mal drei verschiedene Decks zu befragen. Und da fiel sozusagen zu den 8 Schwertern die Karte 3 Schwerter. Und die 3 Schwerter, wenn ihr mal schaut, wie diese Karte in diesem Deck illustriert, es zeigt eine Frau, die hat 3 Schwerter mitten im Herzen. Ja. Was ich hier fühle, ist, dass es in deiner Vergangenheit, vielleicht sogar in der jüngsten Vergangenheit, ein sehr schmerzliches Ergebnis einer Situation für dich gebracht hat. Ja, vielleicht hast du dir etwas erhofft und es ist nicht so ausgegangen, wie du dir das gewünscht hättest. Möglicherweise hast du auch erkannt, dass du dich in einer Illusion befandest. Ja, was ich auch fühle, ist, dass eine tiefliegende Urwunde von dir, die eventuell damit zu tun haben könnte, dass du dich nicht gut genug fühlst,
dass die von einem Menschen angetriggert wurde und diese Wunde, ja, in deinem Herzen, ich sag's ungern, aber ich muss es so sagen, weil es einfach gerade sehr, sehr präsent ist, könnte jetzt mit dieser Vollmondenergie ein bisschen bluten. Ja, alte Wunden fangen manchmal wieder an zu bluten, wenn wir nochmal konfrontiert werden, vielleicht mit der Ursache dieser Wunde, aber auch wenn eine ganz andere Situation in unserem Leben diese Wunde aufreißt. Und da könnte natürlich so ein Turmerlebnis, etwas Unvorhergesehenes, dazu führen, dass du diese Wunde plötzlich wieder bluten spürst und dann überhaupt erst merkst, dass du noch in dieser Energie des Schmerzes aus einem vergangenen Erlebnis gefangen bist. Was ich sehr, sehr tröstlich finde, ist, zum Turm, ja, kommt hier der wundervolle Hierophant, wieder eine große Arcana-Karte. Das ist die göttliche Führung per se. Diese Karte steht im Tarot auch für das Gottvertrauen. Oder wenn das Wort für dich Gott nicht passt, dann kannst du es ersetzen, vielleicht für das Vertrauen in die Quelle, in eine höhere Macht. Das bedeutet, es wird hier auf dich Acht gegeben. Du bist nicht allein mit dieser blutenden Wunde, auch wenn das vielleicht unangenehm ist und du das Gefühl hast, dass diese Wunde eventuell niemals zur Heilung kommen kann. Doch sie wird. Und mit dieser Kombination Hierophant und Turm darfst du in dem Moment der geistigen Welt einfach dein Vertrauen schenken, dass das, was gerade bei dir passiert, dazu dient, dich zu stärken. Ja, was ich mit dieser Karte heute Morgen auch wieder wahrgenommen habe, ist diese, ja, Entwicklung, die wir momentan im Kollektiv haben, in eine neue Dimension. Ja, ich habe viel darüber gesprochen, über diesen Weg von 3D nach 5D. Ja, also wir können jetzt, und das obliegt auch dem freien Willen jedes Einzelnen, ja, ob wir diesen neuen Ring der Kraft bzw. diese neue Dimension betreten, hängt von unserem Willen ab. Denn wir können sehr viel dafür tun. Ja, und manchmal passieren dann auch unvorhergesehene Dinge oder zunächst mal etwas, was dir überhaupt nicht gefällt oder womit du nicht gerechnet hast oder was schmerzlich ist, um dich aus dieser alten 3D-Matrix heraus zu katapultieren. Denn, und jetzt kommt wieder eine sehr passende Karte, wir haben hier nämlich die 5 Kelche. Das ist Reue und Feststecken in der Vergangenheit. Ja, im Rider-Waite-Tarot hast du vielleicht das Bild dieser Karte vor Augen. Da zeigt die Karte diesen Mann, der immer noch auf 3 umgestürzte Kelche vor sich blickt. Ja, und etwas bereut, etwas bedauert oder auch etwas nachtrauert. Ja, was in der Vergangenheit geschehen ist, sich auch davon sehr beeinflussen lässt. Dabei übersieht er allerdings 2 gefüllte Kelche, die in seinem Rücken stehen. Ja, und wenn wir diese Karte jetzt mit den 10 Schwertern in Verbindung bringen, ja, dann wird es noch deutlicher, dass etwas zu Ende gehen darf. Ob das nun bei dir so ist, dass ein alter Schmerz endgültig zur Heilung kommen möchte oder dass du eine alte, tiefsitzende Wut, die du noch auf jemanden hast, loslassen kannst. Oder aber, dass du dich endlich aus einer Schuld in Anführungszeichen entlässt, die es so in dieser Art und Weise überhaupt nicht gibt. Ja, denn Schuld in dem Sinn, dir selbst zu geben für etwas, was du irgendwann getan hast, ist
sehr sinnfrei, ja, weil zu diesem Zeitpunkt, als du diese Entscheidung, was immer es für dich gewesen ist, getroffen hast, hast du deine Gründe dafür gehabt. Und glaubt mir, meine Lieben, es ist extrem schwer, das zu akzeptieren. Ja, wer mich schon länger verfolgt, weiß auch, wie viel Schuld ich mir im Nachhinein daran gegeben habe, so überstürzt 2020 diesen Aufbruch nach Mallorca gemacht zu haben. Ich habe mir auf Mallorca so oft die Schuld daran gegeben, ja, speziell eben wegen meinem Sohn. Und ich habe aber dann verstanden, dass es keinen Sinn macht und dass es meine Schwingungsfrequenz nach unten zieht, ja, wenn ich mir jetzt immer wieder die Schuld dafür gebe und immer wieder sage, hätte ich mich doch nur anders entschieden, hätte ich das doch nicht gemacht, das bringt nichts. Wir dürfen dann akzeptieren, was wir getan haben und dürfen uns in unserem Schmerz, der ja über diese in Anführungszeichen Fehlentscheidung in uns ist, auch liebevoll in unsere eigenen Arme nehmen und Mitgefühl haben mit dem Teil in uns, der das Ganze jetzt bereut. Aber wir dürfen auch letztendlich anerkennen und uns selbst eingestehen, dass die Entscheidung damals so getroffen wurde, weil ein weiterer Teil in mir genau das wollte. Und wir können daraus lernen, ja, denn wir haben wieder eine große Arcana-Karte. An der Unterseite des Decks lag die Welt. Ich habe daraus gelernt, ich habe einen Zyklus meines Lebens abgeschlossen und habe die Entscheidung getroffen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Ja, ich hätte noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf Mallorca sitzen können und bereuen können, dass ich irgendwann den Schritt getan habe. Aber nein, auch wenn es schwer war, wenn der Weg steinig war, ja, ich habe gesagt, ich möchte zurück. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ja. Die Welt bedeutet, wir schließen Zyklen ab und nehmen eine wichtige Erkenntnis mit. Und genau darum geht es. Ich denke, dass diese Energie, meine Lieben, jetzt nicht nur für diesen Vollmond hier gefallen ist, sondern dass wir uns an dieser Legung wirklich für die nächsten 2 Wochen bis zum kommenden Neumond mit der totalen Sonnenfinsternis orientieren dürfen. Denn ich sage es ungern, ich will euch auch keine Angst machen, aber ich habe das Gefühl, dass die Energien noch mehr anziehen. Ja, wir hatten auch immer wieder das Thema energetische Angriffe, ja, die dunkle Seite auf Erden, die es auch gibt, ja, wird immer rebellischer, je mehr Menschen sich dem Licht zuwenden. Und ich hatte es in meinem Vortrag über diese energetischen Angriffe bereits gesagt, wir Menschen, die willens sind, uns auf diese nächste Bewusstseinsstufe anzuheben, ja, unsere Schwingungsfrequenz zu erhöhen, werden immer wieder attackiert werden, ja, von dieser dunklen Seite, die alles dafür tut, um diesen Aufstieg, ja, wie es so schön heißt, zu verhindern. Es wird an Ostern dazu auch einen Vortrag geben, das habe ich schon angekündigt, da geht es darum, ganz konkret, was solltest du in deinem Leben unterlassen, was darfst du jetzt loslassen, was solltest du streichen in deinem Leben und was solltest du aber in dein Leben bringen, ja, was kannst du dafür tun, um dich zu wappnen, ja, in diesen neuen Ring der Kraft einzutreten, ja, was ganz konkret ist dafür nötig, um diesen Aufstiegsprozess zu meistern. Ja, wir schauen uns jetzt noch die Zitatkarten an. Zu den 3 Schwertern und den 8 Schwertern fällt eine sehr, sehr positive Karte, also die jetzt sehr gut dazu passt. Ja, die 7 Kelche. Ich schulde meinen Träumen noch sehr viel Leben. Wow, das ist so eine positive Aufmunterung, ja, zu sagen, du möchtest doch ein Leben in Glück, in Fülle, in Freude führen, ja, dann bleibe nicht in dieser Illusion der Gefangenschaft, sondern befreie dich. Du schuldest deinen Träumen noch sehr viel Leben. Und jeder Tag, ja, den du in Groll verbringst, in Schuldgefühlen, in vielleicht sogar Wut oder Hass,
in Neid, in Unverzeihlichkeit raubt dir einen Tag deines Lebens. Sehr, sehr passend, ja. Zum Turm und dem Hierophant fiel die hohe Priesterin. Ja, schau nicht auf den Finger, der zum Mond weist. Schau auf den Mond selbst. Wenn wir auf den Finger schauen, der zum Mond weist, werden wir niemals beim Mond ankommen. Wir bleiben bei dem Blick auf den Finger haften. Das bedeutet, wenn etwas in deinem Leben geschieht, ja, ein Turmereignis, wo du momentan gar nicht weißt, warum das passiert und du vielleicht in den Widerstand fällst, dann schau nicht auf dieses Ereignis per se, nimm es zur Kenntnis, akzeptiere, was hier geschehen ist, aber wisse, da ist der Hierophant in der Mitte dieser Neunerlegung, ja. Alles dient dazu, dich weiterzuentwickeln. Ja, du wirst vielleicht den Sinn dieses Turmmomentes jetzt noch nicht erkennen, aber richte deinen Fokus schon auf den neuen Ring der Kraft aus. Und wahrscheinlich musstest du diesen Turm ja jetzt erleben oder musst ihn in der kommenden Zeit erleben, damit du diesen neuen Ring der Kraft betreten kannst. Deine Weisheit, deine innere Weisheit, die kennt diesen Weg schon. Ja, die Hohepriesterin steht für dein höheres Selbst. Und die letzte Karte hier zu den 5 Kelchen und den 10 Schwertern ist der wunderschöne Magier. Und das passt so schön zu der Karte, denn hier hieß es ja, ich schulde meinen Träumen noch sehr viel Leben. Und hier heißt es, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch machen. Wir haben großes Schöpferpotenzial, meine Lieben. Und wenn wir es schaffen, und ich hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen, uns auf diese nächste Bewusstseinsstufe anzuheben, den neuen Ring der Kraft zu betreten, ja, dann haben wir einen viel größeren Spielraum, Dinge zu manifestieren, die wir uns wünschen, weil wir ganz anders schwingen. Je höher du schwingst, ja, desto leichter ist es, das zu manifestieren, was du dir wünschst. Ja, also vergeude nicht jeden Tag deines Lebens damit noch in der Vergangenheit zu hängen, ja, Gefühle wie Trauer, wie Schuld, wie Wut zuzulassen, ja, die dich immer wieder mit einem Fuß im Alten stecken lassen, sondern geh da raus und sag dir, ich fliege ab jetzt mit den Adlern. Wunderschön die Sonne an der Unterseite des Decks, ja, und hier heißt es, die längste Zeit verschwendete der Adler, als er bei den Raben fliegen lernen wollte. Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie sich mit anderen nicht mehr gut verstehen, dass die Wellenlänge nicht mehr passt, dass man bestimmte Dinge, die früher noch Spaß gemacht haben, dass man die gar nicht mehr gut findet. Ja, man wächst aus alten Schuhen heraus und das ist gut so. Ja, trau dich, dir selbst dein neues Leben zu kreieren. Trau dich, diesen neuen Ring der Kraft zu betreten, auch wenn du Menschen dabei zurücklassen musst, die eben auch aufgrund ihres freien Willens diesen Weg nicht wählen. Es gelingt in den seltensten Fällen, ja, dass wir Raben ein Stück weit nach oben nehmen können. Ja, das wird nicht funktionieren. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Menschen, die uns am Herzen liegen, auch durch den Entwicklungsweg, den wir gehen, ja, als Beispiel dienst du selbst, ja, wenn du dein Leben zunehmend in der Energie der Liebe, des Mitgefühls, der Dankbarkeit, ja, ausrichtest, dann werden sich die Menschen in deinem Umfeld an deiner Energie nähren und dann gibt es genau 2 Möglichkeiten. Entweder sie möchten dem nacheifern, weil sie sehen, dass du ein friedvolles Leben zufrieden mit dir selbst führst und das möchten sie auch. Oder aber sie könnten dich auch, ja, ich möchte fast sagen, bekämpfen, ja, weil es ihnen in deinem Licht dann sehr stark auffällt, wie viele Schatten bei ihnen noch vorhanden sind, die sie eigentlich beleuchten müssten. Auch das kommt häufig vor.
Ja, meine Lieben, ein Wow-Reading. Ich hoffe natürlich, du konntest dir ein paar hilfreiche Impulse mitnehmen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen tollen Vollmond und freue mich heute schon auf die Session. Wie gesagt, bis 12, 13 Uhr nehme ich noch Anmeldungen an und ich freue mich auf eine heilsame Meditation mit euch, meine Lieben. Eine ganz herzliche Umarmung von eurer Uli. Tschüss!